Ey, die herzzerreißende Elden Ring-Geschichte von Sankt Trina. Noch in der unfertigen Netzwerktestversion gab es eine Quest, bei der der Spieler in Traumwelten von NPCs und Gegnern eintauchen musste, um dann mit Sankt Trina in Kontakt zu treten. Aber wer ist eigentlich diese mysteriöse Figur? Vor den Ereignissen des DLC war Trina die zweite Persönlichkeit von Mikella. Ungefähr so wie bei Marika und Radagon. Trina und Marika sind weiblich, Radagon und Mikella männlich. Männlich. Trina gewährte den Bewohnern der Zwischenlande als Herrin der Traumwelten süßen Schlaf. Ein liebevoller Rückzugsort abseits der Grausamkeit von der realen Welt. Und dafür wurde sie als Heilige verehrt, bis sie eines Tages spurlos verschwand. Als Mikella durch das Ableben seiner physischen Gestalt in die Schattenlande reiste, begann er Teile seines Körpers und Emotionen abzuwerfen. Am südlichsten Ort der Karte liegt der Riss im Steinsarg. Dort ist ein Kreuz von Mikella, das Folgendes besagt: An dieser Stelle habe ich meine Liebe zurückgelassen. Und das ist äußerst kritisch, denn von allen Halbgottkindern wurde Mikella am meisten wegen seiner Güte und Mitgefühl geliebt. Ein nahegelegener Geist weint und teilt uns mit, dass Mikella etwas weggeworfen hatte, was er lieber hätte behalten sollen. Wie könne er andere retten, wenn er das nicht mal bei sich selbst schaffe? Trotzdem legte Mikella seine Liebe ab und verbannte sie an den tiefsten und dunkelsten Ort der ganzen Schattenlande. Darin begann eine zunächst stille Stimme immer lauter zu werden. Eine Stimme, die man nur im Tod hören kann und die Mikella verstummen lassen wollte. Aber Mikellas formlose Liebe nahm langsam Gestalt an und vermischte sich mit den schleimartigen Todesessenzen der Gräber. Diese Mische wurde zu einem neuen Wesen, der Gestalt einer menschlichen Blume. So wurde Sankt Trina neugeboren. Wenn du dort viermal vom Nektar kostest, schaltest du diesen geheimen Dialog frei. You must kill Mikella. Grant him forgiveness. Genau wie Arnsbach kannst du Fjollier in den letzten zwei Bosskämpfen beschwören, wenn du vor Inir Ilim seine Questreihe abschließt. Aber nach der Vernichtung von Mikella und seinem Gemahl Radan findest du Trina vollkommen leblos auf dem Boden. Trotz der physischen Trennung war sie nach wie vor ein Bestandteil Mikellas. Ihn auf Trinas Wunsch zu erlösen, war ihr Todesurteil. Ja, so schnell wie Trina neues Leben fand, wurde ihr dieses wieder genommen.